In unserer Verfassung steht eine irre Regel, die die Zukunft dieses Landes ruiniert. Und ihr ahnt es wahrscheinlich schon, es geht um die Schuldenbremse. Heute schauen wir uns mal an, was die Ökonomin Friederike Spieker dazu zu sagen hat. Die Beiträge von ihr sind auf ihrem eigenen Kanal, der heißt auch Friederike Spieker, zu sehen. Und ja, wir schauen uns das jetzt mal an. Hallo und willkommen bei Spiekers Corner. VWL für Einsteiger. Ich begrüße Friederike Spieker. Hallo. Und Friederike, wir wollen heute über die Schuldenbremse sprechen. Das ist ja jetzt schon seit einiger Zeit ein Thema, die letzten Wochen. Und Auslöser war vor allem ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts von Mitte November, dass Mittel, die die Bundesregierung für die Bekämpfung der Corona-Folgen nicht mehr braucht, jetzt nicht für diesen sogenannten Klimatransformationsfonds in die Zukunft übertragen werden dürfen. Das hat das Karlsruher Gericht verboten. Und ich habe aus dem Radiosender Deutschlandfunk Kultur einen O-Ton, ein Zitat von Rainer Holznagel mitgebracht. Das ist der Präsident des Bundes der Steuerzahler, der sagt Folgendes. Daneben haben wir weiterhin eine Situation auf der Einnahmenseite, die äußerst positiv ist. Wenn alles so weitergeht und die Steuerschätzer haben an dieser Stelle schon eine gewisse Konjunkturflaute mit einbezogen, wenn alles so weitergeht, dann wird der Staat nächstes Jahr, übernächstes Jahr wahrscheinlich 1 Billion Euro Steuereinnahmen haben. Auch der Bund profitiert davon. Das heißt, auf der Einnahmenseite sieht es jetzt gar nicht so schlecht aus. Ja, diese Zahl, die da in den Raum gestellt wird, 1 Billion Euro, die klingt gewaltig und sie besagt aber zunächst mal gar nichts, denn man muss sie ja immer in Relation zu etwas setzen. Man muss wenigstens mal sagen, wie groß ist denn das Bruttoinlandsprodukt im Vergleich zu diesen Schulden oder zu den Steuereinnahmen. Also eine Billion Steuereinnahmen, natürlich ist das viel Geld, aber sag mal, für die USA wäre es sehr wenig. Also insofern, diese Zahl alleine besagt gar nichts. Ja, aber wir sind nicht die USA. Wir haben unser Land und unsere junge Generation, die dann in 20, 30 Jahren das mal zurückzahlen muss, diese ganzen Schulden, sind die dadurch nicht enorm belastet? Ja, das ist ein Irrtum, dass man diese Schulden zurückzahlen muss. Also für ein einzelnes Individuum ist es natürlich richtig, das muss im Laufe seines Lebens seine Schulden zurückzahlen oder sollte das zumindest tun. Aber das gilt nicht für Unternehmen oder auch für einen Staat, die sozusagen vorhaben, ewig lang zu leben, also nicht unterzugehen. Und deswegen gilt sozusagen diese alte Regel, was man an Schulden aufgenommen hat, das muss man auf jeden Fall auch zurückzahlen, gilt ganz bestimmt nicht. Der Schuldenstand bleibt bestehen. Ja, zumal ein Staat nicht nur nicht sterben kann, sondern auch privates Vermögen immer in staatliches verwandeln kann. Das heißt, ein Staat ist immer, egal ob er eine eigene Währung hat oder nicht, hat immer eine höhere Rückzahlungswahrscheinlichkeit als die bestbewertetsten privaten Schuldner. Und wenn ein Staat eine eigene Währung hat, dann kann er die sogar noch drucken, dann ist das sogar noch einfacher. In der Eurozone ist das etwas komplizierter, da die Eurostaaten ihre monetäre Souveränität aufgegeben haben. Aber das, was Friederike Spieker gerade gesagt hat, dass das stimmt auf jeden Fall und ja, es ist sogar, wie ich gerade erklärt habe, bei einem Staat noch ein bisschen extremer. Er hat nur nicht vor, niemals zu sterben, sondern er hat immer geringere Zinsen zu zahlen als die besten privaten Schuldner, die es ohnehin schon gibt. Aber die Zinsen für diesen Schuldenstand, die müssen doch unsere zukünftigen Generationen auf jeden Fall bezahlen. Das ist richtig. Also die Zinslast, die gibt es auf jeden Fall. Aber ob sie die aktuelle Generation stark belastet und die zukünftigen überfordert, das ist noch lange nicht gesagt. Also um es ganz klar zu machen, wenn der Staat heute nicht investiert in einen öffentlichen Kapitalstock, dann schadet er auf jeden Fall ganz sicher der zukünftigen Generation, selbst wenn sie keine Zinsen zahlen muss. Denn dann fehlt dieser zukünftigen Generationen ein großer Teil des öffentlichen Kapitalstocks, zum Beispiel ihre eigene Bildung. Das nur als einer der wichtigen Posten, in die der Staat investieren muss. An der Stelle möchte ich noch etwas, was ich mitgebracht habe, einblenden, nämlich dazu muss man noch sagen, die Zinsen, die sind Einnahmen der Privatwirtschaft. Das heißt, wenn ein Staat mehr Geld an die Privatwirtschaft überweist, dann wird die Privatwirtschaft dadurch automatisch reicher. Also
zukünftige Generationen haben mehr Vermögen und höheres Einkommen, wenn der Staat mehr Schulden macht. Ein Zitat, ein O-Ton von Lars Fell. Das ist ein Wirtschaftswissenschaftler, der das Bundesfinanzministerium berät und der früher auch im Sachverständigenrat eine wichtige Rolle gespielt hat. Er sagt Folgendes. Und Mitglied in zahlreichen neoliberalen Lobbyvereinigungen, wie beispielsweise der Mont Pelerin Society. Sollte man an der Stelle vielleicht auch noch erwähnen. Wie sieht das Zinsniveau aus, dem sich der Staat gegenüber sieht? Und wie ist die Wachstumsrate des Bruttoinlandsproduktes? Das Realwachstum, den langfristigen Zins, die Perioden, in denen das Wirtschaftswachstum über dem Zins lag, sind in blau abgetragen. Der Punkt ist, es gibt lange Phasen, in denen das Wachstum über den Zins liegt. Also insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg in den 50er Jahren sieht man das sehr stark. Auch dann noch mit wenigen Ausnahmen bis 1980. Wenn sich das umdreht, also wenn der Zins über dem Wirtschaftswachstum liegt, dann ist die Ankündigung von Doma, dass man primär Überschüsse bilden muss, um sicherzustellen, dass die Schulden nicht explodieren und die Refinanzierungskosten explodieren vorgängig. Soweit Lars Feld. Schauen wir uns noch mal kurz die Statistiken an, für die gerade nicht aufgepasst haben. Hier in blau seht ihr das reale BIP-Wachstum und in gelb den langfristigen Zinssatz. Ihr seht, der langfristige Zinssatz, der war aber das ist, nehme ich mal ganz stark an, der nominale langfristige Zinssatz, wenn ich hier, richtig hinschaue. Das scheint jedenfalls so zu sein. Und das ist das reale BIP-Wachstum. Das hilft uns nicht sonderlich viel. Also wenn, da muss man die Nominals... Obwohl, wartet, ich habe hier gerade Unsinn erzählt. Der langfristige Zinssatz scheint auch real abgetragen worden zu sein, wenn ich hier richtig hinschaue. Also sonst wären so stark negative langfristige Zinssätze in Ende der 40er hier wohl nicht möglich gewesen. Vorgängig. Soweit Lars Feld. Was sagst du dazu? Ja, rein rechnerisch ist es natürlich richtig, wenn die Wachstumsrate eines Landes auf Dauer geringer ist als der Zinssatz, der in diesem Land zu bezahlen ist oder der auf die Staatsanleihen gezahlt werden muss, dann würde natürlich im Laufe der Zeit die Zinsbelastung des Staatshaushaltes schneller wachsen als seine Steuereinnahmen. Das ist rechnerisch richtig. Und das würde dann dazu führen, dass der Staat in Zukunft die Steuern erhöhen muss, damit er überhaupt noch einen Spielraum im Staatshaushalt hat und noch Aufgaben gestalten kann, die Regierung noch was entscheiden kann, was sie machen möchte und nicht einfach nur Zinsen zahlen muss. Der entscheidende Punkt ist aber die Frage, ob Wachstum und Zins nicht zusammenhängen. Also einfach zu konstatieren, ja, wenn das so ist, ja, das, dass auf Dauer die Wachstumsrate... Das ist ein wichtiger Punkt, auf den Spieger gleich noch eingehen wird. Aber es ist noch ein anderer wichtiger Punkt, auf den ich jetzt zuerst eingehe. Wenn die Unternehmen Nettosparer sind und die privaten Haushalte auch sparen, dann muss der Staat einen negativen Finanzierungssaldo aufweisen. Das heißt, wenn wir eine Situation erleben, wie wir sie gerade erleben, das heißt, die Unternehmen sind Nettosparer, die privaten Haushalte sind Nettosparer, dann muss der Staat eigentlich Netto-Schuldner sein. Und das eben so lange, wie die Unternehmen nicht anfangen zu investieren, eben so lange, wie die Unternehmen sparen. Das heißt, wir haben Situationen, in denen der Staat dauerhaft einen negativen Finanzierungssaldo aufweisen muss. Das ist ja auch das Problem bei so fixen Schuldenregeln wie der Schuldenbremse, die eine vernünftige makroökonomische Fiskalpolitik verbieten. Also die Situation haben wir ja gerade. Dem Zins liegt, das bringt sozusagen inhaltlich nichts voran. Also man muss fragen, wann tritt denn diese Konstellation ein und kann sie dauerhaft sein? Und meiner Ansicht nach kann sie das nicht. Ja, vielleicht kannst du dazu mal was sagen. Wie ist das denn mit dem Wachstum und dem Zins? Und was kann man überhaupt tun, damit das Wachstum relativ zum Zins ausreichend groß ist und wir nicht in diese Probleme reinkommen? Naja, generell lässt sich sagen, dass ein Land, das nicht wächst, auch keine Zinsen zahlen kann. Also dann können die Investoren, wenn es kein Wachstum gibt, dann haben sie keine Rendite, mit der sie irgendwelche Zinsen erwirtschaften können. Also das steht schon mal fest. Und die Frage eben, wie man zu einem positiven Wachstum kommt, das ist die zentrale.
Und die ist selbstverständlich davon abhängig, auch davon abhängig, wie das Zinsniveau im Land ist. Und dieses Zinsniveau fällt nicht vom Himmel und auch nicht von irgendwelchen internationalen Finanzmärkten wird dieses Niveau bestimmt, sondern dieses Zinsniveau hängt ganz wesentlich ab von der Geldpolitik. Das heißt, die Geldpolitik beeinflusst die Konditionen, unter denen in einem Land investiert wird. Und insofern ist es nicht sehr realistisch, davon auszugehen, dass über längere Zeiträume die Wachstumsrate in einem Land deutlich niedriger sein wird als die Zinssätze. Das hieß nämlich, dass die Geldpolitik dauerhaft versucht, zum Beispiel als Bedrohung der Lohnpolitik, das Wachstum gering zu halten oder quasi abzuwürgen. Und das hält über längere Zeiträume keine Regierung aus. Und das wäre auch nicht sinnvoll, eine solche Geldpolitik zu betreiben. Wenn wir mal von der oft... Ja, aber eine Geldpolitik, wo die langfristigen Zinssätze höher waren als das Wirtschaftswachstum, also jetzt die realen Zinssätze höher als das reale Wirtschaftswachstum, beziehungsweise die nominalen Zinssätze höher als das nominale Wirtschaftswachstum, das kann man jeweils immer vergleichen. Wir hatten ja vorhin die schöne Statistik, die kann ich euch, glaube ich, nochmal zeigen. So eine Politik, wo die Zinssätze prohibitiv hochgehalten wurden, die hatten wir ja eine ganze Zeit lang. Das finde ich diese schöne... Hier ist sie. Also, ihr seht es hier zwischen den 80ern und beziehungsweise ja, den 70ern eigentlich schon. In den 70ern hat das schon angefangen und den 2000ern hatten wir in Deutschland eine Situation, wo der langfristige Zinssatz sehr häufig über dem realen BIP-Wachstum war. Also der reale langfristige Zinssatz über dem realen BIP-Wachstum. Das bedeutet, ja, diese Zinssätze haben Investitionen gesamtwirtschaftlich gesehen eher verhindert, weil diese Zinssätze so hoch waren. Ihr seht das hier, bis zu den 60ern ist das reale BIP-Wachstum oberhalb des realen Zinssatzes. Das heißt, bis zu den 60ern, beziehungsweise bis Mitte der 70er, sind die Zinsen so niedrig, dass sie Investitionen fördern und danach sind sie so hoch, dass sie Investitionen abwürgen. Das sieht man hier auch sehr gut. Das heißt, man kann so eine restriktive Geldpolitik wirklich über sehr lange Zeiträume aufrechterhalten, wenn man das unbedingt will. Und das ist ja auch lustig. Zeitlich fällt diese deutliche Erhöhung der Zinsen im Vergleich zum BIP-Wachstum zusammen mit der Einführung des Neoliberalismus und mit dem Abfall der Wachstumsraten, den wir in den 70ern und 80er Jahren gesehen haben. Der oft zitierten schwäbischen Hausfrau weggehen und uns den Investitionen aus der Sicht des schwäbischen Unternehmers zuwenden, dann weiß ja der schwäbische Unternehmer, dass er, um zu wachsen, zunächst mal investieren muss, also zunächst mal Geld ausgeben muss. Und die Einnahmen, die kommen später. Das ist doch richtig so. Ja, genau. Also das ist auch schon mal ein Fortschritt, wenn man sozusagen von der schwäbischen Hausfrau zum schwäbischen Unternehmer übergeht. Aber auch er beschreibt die Situation und die Aufgaben, die ein Staat hat, natürlich bei weitem nicht. Und zwar geht es gar nicht in erster Linie darum zu sagen, dass der Staat halt andere Güter bereitstellen muss und einen anderen Kapitalstock produzieren oder auf die Beine stellen muss als ein schwäbischer Unternehmer. Das kommt sowieso noch dazu. Sondern der Unterschied zwischen dem Investitionsverhalten eines Staates und dem generellen Ausgabeverhalten eines Staates und dem eines Unternehmers ist, dass ein einzelwirtschaftlicher Unternehmer oder ein einzelnes Unternehmen sich prozyklisch verhält, rationalerweise. Also die gucken, wie läuft die Konjunktur insgesamt und wenn sie gut läuft, dann investieren sie gerne und wenn sie schlecht läuft, investieren sie nicht gerne. Und wenn der Staat sich genauso verhält und sagt, ja, wenn die Zeiten schlecht sind, dann muss ich sparen und wenn die Zeiten gut sind, dann kann ich Geld ausgeben, dann verhält er sich prozyklisch und wir wissen alle, dass das prozyklische Verhalten in einer Marktwirtschaft zur Destabilisierung des Systems beiträgt. Denn dann geht es eben gemeinsam in den Graben oder gemeinsam in einen extrem starken Aufschwung, der dann zu Inflation führt und letzten Endes auch wieder zu einem Einbruch. Also es ist genau das sehen wir gerade. Wir sehen gerade, wie die Wirtschaft schrumpft. Wir sehen gerade, wie die Unternehmen sparen, wie die Privathaushalte sparen, wie letztes Jahr unser Leistungsbilanzüberschuss stark eingebrochen ist. Und der Staat, der drückt jetzt ja auch nochmal auf die Bremse. Und in so einer Situation führt das automatisch in die Katastrophe. Ich meine, wir erleben gerade schon eine Deindustrialisierung. Wir haben letztes Jahr gesehen, wie die realen Einkommen der privaten Haushalte eingebrochen sind. Und ja, das wird natürlich zu einer Schrumpfung des Bruttoinlandsproduktes führen, wenn der Staat das nicht durch zusätzliche Nachfrage ausgleicht. Und der Staat, ja, macht das eben nicht, sondern ersetzt aktuell auf Sparpolitik.
Das heißt, wir sehen gerade genau die katastrophale Politik, die Spieker hier allgemein beschrieben hat. Die sehen wir genau jetzt in Deutschland. Es ist auf jeden Fall Aufgabe des Staates, stabilisierend zu wirken. Und genau das ist das, was er nicht kann, wenn die Schuldenbremse gilt. Der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck, der ja für eben, wie der Name schon sagt, auch für das Wirtschaftswachstum zuständig ist, der hat, da habe ich auch noch ein Zitat mitgebracht, von einer grün-goldenen Investitionsregel gesprochen. Und der hat also von Stabilisierungsfunktion und prozyklischen all dem, was du gerade gesagt hast. Ich liebe diesen Neusprech. Also ganz ehrlich, ich liebe diesen Neusprech. Gesagt hat nichts gesagt, sondern bei ihm klingt das folgendermaßen, aus dem Handelsblatt zitiert. Ich bin für die Schuldenbremse, sagte Habeck am Donnerstagabend. Aber die Schuldenbremse, Zitat, passt nicht mehr in eine Zeit der Polykrisen. Also es sind dann viele Krisen, wenn ich das griechisch richtig übersetze. Und weiter. Okay, ich glaube, da können wir gleich mal einhaken. Die Schuldenbremse, die passte auch schon nicht in die Zeit, wo sie eingeführt wurde, nämlich in die Zeit nach der Finanzkrise. Die Unternehmen sind in Deutschland Anfang der 2000er Jahre Nettosparer geworden. Das heißt, seitdem sind solche Schuldenregeln absoluter Irrsinn. Mal abgesehen davon, dass es schon Irrsinn wäre, ein normales Gesetz zu erlassen, das die Schuldenaufnahme weitestgehend verbietet oder zumindest auf marginale Werte von 0,35% des Bruttoinlandsproduktes begrenzt, so ist es noch viel größerer Irrsinn, so etwas in die Verfassung reinzuschreiben in einer Situation, wo die Unternehmen Nettosparer sind. Also auf Jahrzehnte hinweg eine Politik festzuschreiben, die makroökonomisch absolut unvernünftig ist. Es macht keinen Sinn, Investitionen, die erst in Jahren ihre Wirkung entfalten, im Jahr 2023 abrechnen zu wollen, sagte Habeck und forderte eine grün-goldene Investitionsregel. Was meint er damit? Ja, die goldene Investitionsregel besagt, dass der Staat sich zumindest in Höhe seiner Investitionen verschulden können soll, dass er sozusagen dafür Kredite aufnehmen können soll. Und das kann man schon so machen, nur der Anteil der staatlichen Investitionen an allen Investitionen sind ungefähr 10-11%. Damit kann er seiner Stabilisierungsaufgabe nicht gerecht werden. Und also die Schuldenbremse, um diese Investitionsregel zu reformieren oder mit der Investitionsregel auszustatten, wird dieser Problematik überhaupt nicht gerecht. Abgesehen davon, dass schwer zu definieren ist, was sind denn wirklich staatliche Investitionen? Also das Gehalt eines Lehrers zählt zum staatlichen Konsum, obwohl man ja sagen kann, hier wird in das Humankapital der nächsten Generation investiert. Also da fängt die Streiterei dann sofort wieder an. Was dürfen wir denn als öffentliche Investition zählen und was nicht? Und das geht aber am eigentlichen Problem vorbei. Dann habe ich wieder nur die Unternehmerbrille für den Staat auf und sage, ja, investieren darf er. Aber beim Konsumieren, da müssen wir dann aufpassen. Selbstverständlich sollte der Staat nicht höhere Ausgaben für die laufende Versorgung der Bevölkerung in den Transfers haben, als er Steuereinnahmen hat. Bullshit. Also hier ist das erste Mal, ist jetzt das fünfte Video, wo ich auf Friederike Spieker reagiere und es ist gleich das erste Mal, dass ich ihr widerspreche. Wenn die Unternehmen und die Privathaushalte sparen, dann kann der Staat auch ein dauerhaftes Finanzierungsdefizit haben. Also der Staat muss immer adäquat zum Agieren der privaten Sektoren agieren und das kann ja nicht jeder Staat so machen, dass er so riesige Leistungsbilanzüberschüsse hat wie Deutschland. Also auch, dass Deutschland so große Leistungsbilanzüberschüsse hat, ist ja kein nachhaltiges Modell. Die müssen abgebaut werden. Das heißt, solange die Unternehmen Nettosparer sind, muss der Staat eben dauerhafte Finanzierungsdefizite machen. Und solange kann er sich von diesen Defiziten eben auch höhere Konsumausgaben, beispielsweise eine Erhöhung der Renten leisten. Also das sehe ich jetzt tatsächlich mal anders als Friederike Spieker. Aber es hilft alles nichts, wenn die private Seite der Wirtschaft gemeinsam in eine Rezession, sich auf eine Rezession zubewegt, dann hat der Staat die Aufgabe, das zu verhindern. Und das kann er nicht, wenn die Schuldenbremse sagt, das Kind muss erst in den Brunnen gefallen sein, bevor du tätig werden darfst. Also die Notlage muss erst eingetreten sein und sie darf eigentlich auch nur durch einen exogenen Schock ausgelöst sein. Das ist ein völlig, in meinen Augen, falsches Verständnis von Wirtschaftsabläufen. Die Privaten bewegen sich gemeinsam nach oben und auch gemeinsam nach unten. Und der Staat hat die Aufgabe, für einen stabilen, positiven Entwicklungspfad der Wirtschaft zu sorgen. Und wenn er sich das selber ins Grundgesetz reinschreibt, dass er das nicht mehr tun darf, dann müssen wir uns nicht wundern, in welche riesigen Probleme wir reinkommen. Ganz jenseits von Fragen, wie wir dem Klimaschutz gerecht werden, wie wir der nächsten Generation gerecht werden. Also ich halte fest zum Schluss, Herr Habeck ist vielleicht auf dem richtigen Weg, aber ist mit seiner grün-goldenen Investitionsregel doch etwas zu einfach, wie er das formuliert. Und
Wir müssen. Wäre zu einfach. Sie hat ja gerade selber gesagt, dass es am eigentlichen Problem vorbeigeht und damit hat sie völlig recht. Also der Staat muss, wenn die Unternehmen sparen, die Konjunktur stabilisieren und die Unternehmen sparen in Deutschland jetzt schon seit 20 Jahren. Das heißt, der Staat hätte jetzt schon die letzten 20 Jahre eigentlich die Konjunktur anregen müssen. Das hat er nicht getan, sondern hat er auf Lohndumping gesetzt und ja, unsere europäischen Handelspartner über den Tisch gezogen. Also das war die deutsche Politik der letzten 20 Jahre. Das ist nichts, was wir noch die nächsten 20 Jahre fortsetzen können, wenn wir weiterhin in einem vereinten Europa leben wollen und wenn wir nicht wollen, dass uns die Eurozone um die Ohren fliegt. Über die Realität, wie sie wirklich vom Staat wahrzunehmen ist und was er tun sollte, nochmal genauer reden. Das machen wir. Alles klar. Dankeschön. Hui, das war aber ein plötzliches Ende. Naja, das war Friederike Spieker. Ihr habt es gehört, die Schuldenbremse entspricht absolut nicht dem, was wir gerade wirtschaftlich brauchen. Friederike Spieker hat sich hier ja inhaltlich auch so ausgedrückt, wie ich sehen würde. Ein bisschen zahmer als Heiner Flassbeck. Ich hatte ja auch Interviews von Heiner Flassbeck zu der Thematik hier gesehen und der hat da noch ein bisschen mehr geschimpft. Also dafür war das hier noch relativ nüchtern gehalten, das Video. Naja, in diesem Sinne war wieder eine angenehme Reaktion. Wie gesagt, der Kanal Friederike Spieker hat jetzt schon über 240 Abonnenten. Da geht noch mehr. Schaut bei dem Kanal gerne mal vorbei. Also deswegen reagiere ich auch auf diese Videos, um euch auf diesen Kanal hier zu locken. Es kann nicht sein, dass so dämliche Aktienkanäle auf YouTube 100.000 Abonnenten haben und Friederike Spieker hier mit 244 da bedient wird. Also da müssen mehr Leute zuschauen, die Videos müssen mehr geteilt werden. Deswegen reagiere ich auch auf jedes Einzelne. Schaut euch das gerne an. Ja, in diesem Sinne,